Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Lunch-Update begrüßen. Bankenkrise, allgemeine Lage und individuelle Perspektive. Wir wurden ja in den letzten Tagen alle nochmal ausgebildet zum Thema Bankbilanzsteuerung, Credit Default Swaps, Bankenkrise 2.0. Also ein hervorragendes Thema, um auch Clickbait zu generieren. Das nutzen natürlich normale Medien, das sehen wir auch in den YouTube-Videos und wir wollen die Gelegenheit nutzen, die Situation kurz einzuordnen, aber vor allem auch von der allgemeinen Perspektive auf die persönliche Situation zu gehen und uns zu überlegen, welche Punkte haben Anleger zu beachten, nicht nur im Angesicht der aktuellen Schlagzeilen, sondern grundsätzlich auch nach vorne schauend. Wir springen zunächst hinein, schauen uns die Kreditausfallversicherungen an. Da sehen wir, dass die für die Credit Suisse entsprechend stark angestiegen sind. Aber wir haben Ihnen das hier nochmal mitgebracht für den europäischen Bankensektor als Ganzes. Also wir sehen hier diesen Anstieg, was man natürlich durchaus als Indikator für eine steigende Verunsicherung unter den Marktteilnehmern werten kann. Die Credit Suisse, wie gesagt, im Fokus, und da es sich bei der Credit Suisse um eine systemrelevante Bank handelt, die natürlich unheimlich stark vernetzt ist im europäischen Bankensystem, ist es sehr nachvollziehbar, dass die zwischenzeitliche Erwartungshaltung, dass diese Bank vielleicht nicht alle ihren Verpflichtungen nachkommen könnte, Sie bemerken den Konjunktiv, dass das zu einer steigenden Verunsicherung führt, das Ganze ist nicht ungewöhnlich. Wir blicken dementsprechend auch darauf, wir sehen, Banken haben insgesamt hier deutliche Verluste. Wir sehen aber auch Ausreißer, wie zum Beispiel die UniCredit mit den Schlusskursen gestern im Plus, die Commerzbank noch im Plus. Also, wie gesagt, eine sehr individuelle Perspektive und der Blick ist natürlich auch noch mal wichtig auf die Frage, bin ich denn Gläubiger einer Bank, zum Beispiel über Bankguthaben, die ja einer gewissen Sicherung unterliegen? Bin ich Gläubiger einer Bank in Form einer Anleihe? Wenn ja, wo ist meine Positionierung im Fall einer möglichen Zahlungsunfähigkeit? Oder bin ich eben Eigentümer, Aktionär einer Bank? Und wir sehen ja schon seit vielen Jahren, speziell seit der globalen Finanzkrise, dass ja viele Aktien 70, 80, 90% unter den Ständen notieren, wo ihr Aktienkurs vor der Finanzkrise stand. Wir sehen auch insgesamt, dass Banken natürlich mit erheblichen Problemen zu kämpfen haben, teilweise natürlich die Regulatorik nach der Finanzkrise macht sich bemerkbar. Auf der anderen Seite sehen wir ein sehr starkes Wettbewerbsfeld in einem zerklüfteten Markt in Europa. Wir sehen auch lange Zeit den Aspekt der geringen Zinsmarge. Und von daher darf es nicht überraschen, dass Banken, Bankaktien Schwierigkeiten hatten, vernünftige Renditen auf ihr Eigenkapital zu erzielen und dass sich das eben in sehr schwachen Aktienkursentwicklungen hier auch niedergeschlagen hat. Von daher schauen wir uns das nochmal an, was heißt das eigentlich für globale Portfolios? Und wir haben das hier nochmal für Sie integriert, um zu zeigen, Risikostreuung. Sie sehen hier die Credit Suisse Aktie, den Verlauf im Kalenderjahr 2023, beziehungsweise auch seit Montag. Und wir haben das Ganze mal eingeordnet gegenüber dem DAX, weil viele deutsche Anleger natürlich auch darauf schauen. Da stellen wir fest, der ist im Verlauf des Kalenderjahres 2023 immer noch 5,8% im Plus. Und wenn Sie dann diversifizierte Portfolios nehmen, die sich beispielsweise in der Aktien- und Anleihenquote unterscheiden, also ein moderates Portfolio, tendenziell eher übergewichtet in Anleihen, die ausgewogenen Portfolios 50 Aktien, 50 Anleihen, die wachstumsorientierten Portfolios eher mit einer höheren Aktienquote. Also wenn wir diese Rendite-Risiko-Umgebung nehmen in diversifizierten Portfolios ohne Einzeltitelrisiken, diversifiziert zum Beispiel mit Gold oder mit Protective Put Strategien, was ja grundsätzlich die Ausgangslage ja für Investoren sein sollte, dass mein Portfolio eben global diversifiziert ist, dass die Möglichkeiten genutzt werden, die sich bieten, um Risiken zu verteilen, dann sehen wir schon einen erheblichen Unterschied zwischen dem, was die Schlagzeilen dominiert und das, was ein Anleger feststellt, der sein Portfolio diversifiziert hat, was er übrigens immer tun sollte und nicht nur im Angesicht von entsprechenden Schlagzeilen. Also diese Differenzierung, glaube ich, an der Stelle auch sehr wichtig. Was die Banken in Probleme gebracht hat, auch das zum Grundverständnis nochmal wichtig. Sie wissen, Banken leben typischerweise in
einem erheblichen Maße davon, dass sie kurzfristige Einlagen hereinnehmen über eine sogenannte Fristentransformation, über eine hoffentlich steile Zinsstrukturkurve, eine Marge generieren, einen Teil davon an die Sparer zurückgeben, aber den Rest als Ertrag selbst verbuchen. Und Sie sehen hier mal die Zinsstrukturkurve für die USA mitgebracht, also konkret die Differenz zweijähriger zu zehnjähriger Staatsanleihen. Und da sehen Sie, diese Zinsstrukturkurve war mal rekordweise negativ, minus 1,1%. Also da ist natürlich erstmal kein Geld zu verdienen, besonders wenn die Anleger sich auch die Frage stellen, Moment mal kurz, die Bank zahlt mir 2% Zins auf meine Einlagen, aber bei US-Geldmarktfonds bekomme ich aufgrund der Zinssituation vielleicht 4 oder gar 5%. Naja, dann nehme ich mein Geld doch vom Konto und packe es in den Geldmarktfonds. Und wenn Sie verschiedene Problemfelder durchdeklinieren, die aus einem sehr schnellen Zinsanstieg und einer inversen Zinsstrukturkurve resultieren, unter anderem ja auch damit die Kursverluste bei Anleihen zu erklären, dann wissen Sie schon, warum wir eben Probleme haben. Und diese Probleme zeigen sich dann eben isoliert bei einzelnen Banken wie der Silicon Valley Bank, die natürlich sehr stark im Venture Capital Bereich vernetzt sind. Da sind Gelder entsprechend abgeflossen. Und wir sehen daher auch die überraschende Entwicklung, die manche gesehen haben, dass natürlich auch die Rückabwicklung dieser ultralaxen Geldpolitik, vielleicht mit Exzessen in einzelnen Segmenten der Kapitalmärkte, dass diese Rückabwicklung natürlich auch irgendwo Schmerzen verursacht. Und Sie sehen jetzt aber auch durch die Bewegung bei den Zinsen in den vergangenen Tagen in Rekordgeschwindigkeit haben wir hier gesehen, dass die Renditen von Anleihen gefallen sind. Also wirklich eine historische Bewegung, die wir hier sehen konnten. Und dementsprechend auch die Zinsstrukturkurve ist zwar immer noch invers, aber deutlich steiler. Das heißt natürlich auch die Buchverluste, über die jetzt viel diskutiert wurde bei den Banken, die haben sich natürlich auch erheblich reduziert. Ob das überhaupt noch eine Rolle spielt, das müssen wir uns die gleich anschauen, weil am Ende des Tages geht es natürlich darum, und hier ein Ausspruch von Sheila Bair, also einem ehemaligen Mitglied der US-Einlagensicherung, das bringt es aus unserer Sicht hervorragend auf den Punkt. Also die Hauptsache, die wir befürchten müssen, ist die Furcht selbst, weil wir dann eben entsprechende Ansteckungseffekte sehen, die sich natürlich in Bankruns oder deren digitalen Äquivalent, wenn quasi alle gleichzeitig da sitzen und per Online-Überweisung Gelder von einzelnen Banken transferieren, weil dann können sie natürlich auch eigentlich gesunde Banken in Probleme bringen. Und das gilt ja für jeden Betrieb. Stellen Sie sich ein Unternehmen vor oder beispielsweise einen Vermieter, der 10 Mehrfamilienhäuser in 10 verschiedenen Städten besitzt, mit vielleicht 100 Mietern, also eigentlich super diversifiziert. Aber wenn alle 100 Mieter auf einen Schlag sagen, Moment, wir zahlen unsere Miete nicht mehr und wir fangen jetzt einen Rechtsstreit mit dir an, dann kann auch ein solides Modell in Probleme kommen. Und das ist genau der Punkt. Wir sehen zum Teil, dass wir Probleme haben bei Banken, wo wir wie unter einem Brennglas feststellen, dass es echte Probleme gibt, also wirklich Risiken, die in dem einzelnen Institut liegen, die aber aufgrund der allgemeinen Ansteckungsgefahr auch Banken im konkreten Fall natürlich erreichen können, die vielleicht gar keine echten Probleme haben, wenn man sie nicht erst durch Schlagzeilen schüren würde. Und von daher ist es sehr nachvollziehbar aus dieser Perspektive, dass wir auch gesehen haben, dass der US-Regulator hier entsprechend reagiert hat, hat gesagt, wir stellen die Finanzierungsfähigkeit entsprechend hier sicher. Also von daher dieses Statement der US-Notenbank in Kombination mit der US-amerikanischen Einlagensicherung war keine Überraschung. Konkret wird damit eben dieses Mismatch in der Restlaufzeit zwischen Einlagen der Kunden, die jederzeit abgezogen werden können, und den Anlagen der Bank, die zum Beispiel in 3-, 4-, 5-jährigen US-Staatsanleihen oder Hypothekenpapieren liegen, diese Durationsmismatch, wie die Experten sagen, den lösen wir eben hier mit Hilfe der Notenbank und auch der Einlagensicherung dementsprechend. Und in Europa, die Credit Suisse, Sie haben es auch alle verfolgt. Wie gesagt, da reden wir über eine systemrelevante Bank, die ja noch bis vor wenigen Wochen ja alle Anforderungen erfüllt hat, die man an Banken dieser Größe und der Relevanz im globalen Finanzsystem legt, eben auch erfüllt hat. Aber wenn dann eben die
Unsicherheit und das Misstrauen hochkommt, plus vielleicht ein bisschen Spekulation, auch das darf man nie vergessen, dann führt das eben auch dazu, dass wir auch in der logischen Konsequenz sehen, dass die Schweizer Notenbank und die Finanzaufsicht hier entsprechend Stellung nehmen, sagen wir stellen Liquidität zur Verfügung. Das hat die Credit Suisse ja mittlerweile auch angenommen. Von daher sehen wir auch eine gewisse Marktberuhigung. Also von daher, dass die aktuelle Situation, die weiterhin natürlich in gewissem Maße undurchsichtig ist, weil niemand einschätzen kann, wie verhalten sich die verschiedenen Marktteilnehmer nun. Wir wissen, die Finanzmärkte sind natürlich auch adaptive Systeme. Und wenn jetzt nun jeder Finanzvorstand da sitzt und sagt, naja, puh, die Banken sind vielleicht unsicher, ich gehe jetzt in Geldmarktfonds, dann führt das zu einem Abfluss von Mitteln. Von daher darf es nicht überraschen, dass wir davon ausgehen können, dass die großen Banken von der Flucht in Sicherheit profitieren, dass die systemrelevanten Banken einen Zustrom an Kundengeldern bekommen, dass viele Anleger sich überlegen, inwieweit das Thema Gegenparteienrisiko nun für sie relevant ist. Und das führt natürlich auch in der nächsten Konsequenz dazu, dass die Ratingagenturen werden nun genauer hinschauen. Das wird nochmal natürlich die Aufmerksamkeit erhöhen. Wir sehen, dass der Regulator natürlich hier auch bei kleineren Banken wahrscheinlich noch mehr regulieren wird. Und von daher verschiedene Effekte, die man in solchen Phasen immer erwarten würde, die sehen wir jetzt entsprechend auch. Diese Kette ist keine große Überraschung. Was heißt das für Anleger? Erstmal die Kernfrage, welche Geschäftsfelder betreibt meine Bank überhaupt? Speziell für die Vermögensanlage muss man sich natürlich die Frage stellen, wenn Banken durch Großkreditgeschäft oder Investmentbanking in Probleme kommen können, warum sollte ich dann diese Bank für die Verwahrung meiner Vermögensgegenstände nutzen? Das ist natürlich Punkt 1. Punkt 2, habe ich die Natur von Bankguthaben und deren Besicherung verstanden? Also Bankguthaben sind ein unbesicherter Kredit an die Bank. Wir haben die verschiedenen Einlagensicherungssysteme, die übrigens auch reformiert wurden. Auch das sollte man sich durchaus nochmal durchlesen, zumindest wenn Sie als privater Anleger über mehr als 5 Millionen Euro verfügen oder als Unternehmen über mehr als 50 Millionen Euro. Und unabhängig von der Größenordnung, die Grundlagen sollte sich jeder Anleger zu Gemüte führen. Dann die Kernfrage, die aktuell entsteht, wie überwache ich meine Gegenparteienrisiken? Also bin ich jederzeit in der Lage zu sagen, Moment mal kurz, in meiner Anlagestrategie, wie hoch ist denn das Gegenparteienrisiko zum Beispiel aus der Credit Suisse? Und das sind natürlich Punkte, die man innerhalb kurzer Zeit auch beantworten sollte. Das heißt auch hier Risikomanagement, Transparenz über die Daten, über die Vermögensposition, die ist natürlich nicht nur in einem solchen Fall wichtig, sondern dieses Risikomanagement sollte laufend stattfinden, damit man dann nicht Tage braucht, um erstmal zu verstehen, wo Risiko Positionen hängen können. All diese Punkte, das wissen Sie, die haben wir häufig thematisiert. Deswegen wählen wir gerne für die Lagerung von Vermögenswerten Banken, die diese Geschäftsfelder nicht betreiben. Dann haben Sie das Risiko nicht. Wir sind grundsätzlich ein Freund von Wertpapieren, Stichwort Sondervermögen. Die sind ja auch nicht von einer Bankinsolvenz betroffen. Und wie man Gegenparteienrisiken überwacht, auch das kennen Sie. Wir zeigen das ja immer mal, wie das in professionellen Systemen aussieht. Im Wesentlichen die Botschaft soll sein, unabhängig von der jetzigen Situation, fokussieren Sie sich auf die Themen, die Sie selbst als Anleger und auch Ihr Berater kontrollieren können. Und da muss man sagen, im Vorfeld von Krisensituationen gibt es ja durchaus Möglichkeiten, das entsprechend zu tun. Es ist halt etwas Arbeit, aber mit Vermögen kommt eben auch eine gewisse Arbeit einher. Welche Überlegungen anzustellen sind, das ist ein Aspekt, auch die Grafik kennen Sie. Wir haben das insbesondere im Rahmen der Zinswende auch häufig kommuniziert. Gegenparteienrisiken beachten und Bonität. Welche Anlagehorizont habe ich? Wie sieht meine Liquiditätsplanung aus? Welche Schwankungsbreite kann ich erwarten? Und dann danach abgeleitet aus diesen Aspekten, welche Rendite darf ich erwarten, wenn ich meine Charakteristika erfülle? Und da hat die Zinswende ja erfreulicherweise dazu geführt, dass man auf der einen Seite seine Gegenparteienrisiken breiter diversifizieren kann und dennoch einen Ertrag realisiert, der höher ist als das, was typischerweise über kurzfristige Kontoguthaben zur Verfügung steht. Also auch das vielleicht noch eine Hausaufgabe für den einen oder anderen. Grundsätzlich, was heute gar kein Thema in den Medien spielt, ist etwas, was letzte Woche noch ein Riesenthema gewesen wäre. Die US-Produzentenpreise sind deutlich zurückgekommen. Die Tendenz
zeigt nach unten. Auch die klassischen Verbraucherpreise in den USA sind zwar noch unerfreulich hoch, aber wenn man davon ausgeht, dass die Komponente aus dem Sektor Wohnen auch eher disinflationär wirkt, könnte das durchaus ein Argument dafür sein, was Jerome Powell nächste Woche nutzen könnte, um zu sagen, naja, die Zinsen, die werden erstmal nicht mehr so stark steigen. Manche spekulieren schon auf fallende Renditen. Das Thema sehen wir aktuell nicht so. Und vor allem der wesentliche Aspekt ist natürlich auch, dass hier die Schwankungsbreite bei den US-Renditen, das ist ein unheimlich hoher Wert, auch im historischen Kontext. Ich glaube, zuletzt gesehen in der Finanz- und Hypothekenkrise 2008. Das ist natürlich ein Umfeld, in dem man momentan sehr, sehr viele Fehler machen kann, was die Wahl der oder die Steuerung der Duration, also eben der sogenannten Restlaufzeit beziehungsweise gewichteten Restlaufzeit im Portfolio angeht. Also auch da gilt es jetzt nicht wild hinterher zu rennen, weil die Renditen die letzten 4, 5 Tage da wie ein Jojo hin und her gesprungen sind, sondern die Überlegung sollte sein, welche Aspekte erfüllen Anleihe im Portfolio, welche Charakteristika will ich haben. Und da ist es natürlich ein Unterschied, ob die Anleihen der Diversifikation von Gegenparteienrisiken dienen, ob die Anleihen die Funktion haben, zum Beispiel als Rebalancing-Quelle zu dienen in einem aktienlastigen Portfolio oder ob die Anleihen als Rezessionsschutz dienen sollen. Und je nachdem, welche Rolle sie einnehmen, haben sie natürlich unterschiedliche Anforderungen an die Charakteristika. Also, das sind die Punkte und Sie wissen, die gilt es natürlich immer einzuordnen in eine Gesamtbetrachtung vom Vermögensstatus über die Liquiditätsplanung und natürlich auch über das Thema Risikomessung und Schätzung, was übrigens kein Aspekt sein sollte, den Sie nur tun, weil die Schlagzeilenlage gerade schlecht ist, sondern man sollte das permanent im Blick halten. Sie wissen, wir haben sehr, sehr viele Videos, sehr viele Kommentare dazu geschrieben seit dem Herbst vergangenen Jahres zum Thema Achtung, Zinsanstieg, Neukalibrierung der Vermögenspreise. Es gilt jetzt zu überlegen, wo entstehen Schäden im System? Und den einen oder anderen Schaden haben wir jetzt gesehen, aber wir gehen davon aus, dass auch noch weitere Schäden entstehen werden. Warum? Weil diese Umkehr von der zu lange andauernden Nullzinsphase in eine Welt, in der der Zins als wichtigster Preis der Volkswirtschaft wieder eine Lenkungsfunktion erfüllt, da werden natürlich Exzesse und Übertreibungen der Vergangenheit, die werden natürlich nur noch zu echten Schäden führen. Stichwort Immobilienmarkt, respektive auch die Verbriefung von Immobilien und Krediten über den globalen Kapitalmarkt. Und es würde mich nicht überraschen, wenn wir die Schäden diesmal zwar auch im Bankensystem sehen, aber vielmehr auch in der Welt, die unreguliert agieren konnte. Stichwort Private Debt und alles andere, was man sonst als Schattenbankensystem beleuchten könnte. Auch die offenen Immobilienfonds könnten natürlich damit zu kämpfen haben, wenn Anleger feststellen, naja, Moment, Immobilien können fallen. Renditeerwartung 2, 2,5% vielleicht aktuell im Best Case, aber für eine deutsche Staatsanleihe kriege ich ja mehr Rendite. Und dann würde auch ein massiver Abfluss, zwar mit Kündigungsfristen, aber dennoch würde auch hier eine Kaskade Ansteckungseffekte generieren. Und das sind aus unserer Sicht auch die Fragen nach vorne, mit denen man sich jetzt beschäftigen sollte. Wenn die Hausaufgaben durchdekliniert sind, wie eben dargestellt, und wenn man das getan hat, bevor die Schlagzeilenlage jetzt kam, sehen Sie, die Effekte auf globale Portfolios sind vernachlässigbar. Aber die Fragestellung nach vorne nun, wo gibt es noch Themen, wo dieser massive Zinswechsel, die Wende in der Geldpolitik entsprechende Schäden noch generieren kann? Und das muss die Frage sein, die man sich nach vorne stellen sollte. Ja, meine Damen und Herren, das soll es auch gewesen sein. Das Update sollte rund 20 Minuten dauern. Ich würde nun die Aufzeichnung an dieser Stelle beenden, darf mich bei all denjenigen bedanken, die teilgenommen haben. Für Fragen, wie gewohnt, kommen Sie jederzeit gerne direkt auf uns zu. Und für alle anderen, die noch bleiben möchten, nutzen Sie bitte die Gelegenheit, um Fragen über die Funktion der Software hier zu stellen. Dann können wir diese gerne noch diskutieren, aber diese sind nicht mehr Teil der Aufzeichnung. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund, lassen Sie sich nicht zu sehr verrückt machen, weil wenn Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben oder vielleicht auch wir für Sie Ihre Hausaufgaben erledigt haben, dann können Sie die Situation relativ gelassen betrachten. In diesem Sinne machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.